Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir den Abgrund sozusagen frei gemacht und jetzt haben wir ein kleines vampirisches Problem. Das hat uns unser Kollege hier zumindest schon erzählt. Hören wir doch einfach mal nach, worum es genau geht. Für den Pakt. Sobald ihr bereit seid, haben wir eine weitere Mission, die euren einzigartigen Ansatz gebrauchen könnte. Wo liegt dieses Mal das Problem? Vampire. In diesem Gebiet wimmelt es von ihnen. Schlimmer noch. Jeder, den wir dorthin geschickt haben, wurde auch in so ein schreckliches Ungeheuer verwandelt. Und seht ihr das Gebäude, das sich dort drohend am Horizont erhebt? Ich glaube, es ist eines von Molag Baals berüchtigten Ernteherzen. Was muss ich tun? Eifrig und selbstsicher. Das gefällt mir. Ihr müsst für mich Blut von den Vampiren besorgen. Es ist eine unverzichtbare Komponente des Besänftigungsrituals, das ich durchführen will. Setzt das Blut ein, um ihre Verstecke zu markieren. Ich werde euch in der Nähe des Herzens treffen, sobald ihr fertig seid. Auf mich könnt ihr zählen. Was macht ihr noch hier? Die Vampire bluten nicht von selbst, wisst ihr? Naja, nach meiner Erfahrung bluten Vampire gar nicht, deswegen brauchen sie ja das Blut von anderen Leuten. Warum muss ich Vampirblut besorgen? Ich habe meine Vorbereitungen zu treffen und ihr die euren. Der erste Schritt ist, sicherzugehen, dass das Ritual auch auf die richtigen Kreaturen abzielt. Wenn man die Verstecke der Vampire mit ihrem Blut markiert, ist das garantiert. Erzählt mir mehr über das Ernteherz. Ich habe Berichte über diese verderbten Artefakte gelesen. Molag Baal setzt sie ein, um große Gemeinden zu versklaven und bestimmte Teile seiner göttlichen Macht zu mehren. In diesem Fall glaube ich, dass das Herz die Geschwindigkeit, mit der sich der Vampirismus ausbreitet, immens steigert. Können wir das Herz vernichten? Nicht so ohne weiteres. Doch genau da kommt mein Ritual ins Spiel. Sobald ich es gewirkt habe, wird das Herz Geschichte sein und die Vampire werden keine Bedrohung mehr für unsere Streitkräfte darstellen. Und wie wird der Zauber die Vampire besänftigen? In der schnellstmöglichen Art und Weise. Das Ritual entfesselt eine Magie, die das Blut aufspürt und sich gegen Kreaturen richtet, die mit ihm verbunden sind. Und was geschieht dann? Dann werden die Vampire geistlose Kreaturen, die keine Bedrohung mehr darstellen. Ich entwickle dieses Ritual schon seit Jahren, aber ich hatte noch nie die Chance, es zu erproben. Wenn es Wirkung zeigt, könnte es ein wichtiger Durchbruch im Kampf gegen den Vampirismus sein. Warum wird dieser Ort Fruchthain genannt? Das ist nur eines von Molag Baals überschlauen Wortspielen, schätze ich. Es ist ein Fruchthain, weil er in ihm seine vampirischen Schöpfungen anbaut und sie pflückt, sobald sie reif sind. Oder irgendetwas ähnlich Poetisches und Verstörendes. Aber wir haben ein Ritual vorzubereiten. Nun denn, dann lasst uns mal schauen. Wir müssen uns erstmal hier einen Weg durchbahnen, was mir sehr leid tut. Weil ich ja weiß, wie es weitergeht und ich die eigentlich nicht verletzen möchte. Da müssen wir auch nochmal hin. Die Frage ist, gilt sie als Vampirblut? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal eher nicht, oder? Der Tag wird unser sein. Ich flehe euch an. Meine Kinder sind nicht böse. Nein, natürlich gilt sie nicht als Vampirblut. Toller Satz übrigens, nebenbei bemerkt. Okay, das sollte jetzt aber reichen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das sind aber auch Vampire hier, ne? Vampirritterin, ja, das sieht gut aus. Die aber kein Blut ab, sondern die kein Blut ab. Und warum laufe ich, Idiot, hier eigentlich falsch rum? Ich weiß es nicht. Ich weiß doch eigentlich genau, wo ich hin muss und alles, aber nein. Die werden wahrscheinlich jetzt auch kein Blut absondern, war ja klar. Wo haben wir denn hier noch Vampire? Brauche ich denn euer Blut? Moment, oder kann ich das so schon markieren? Das ist eine Frage. Eine grausame und ekelhafte Aufgabe, die dieser Elf euch aufgetragen hat. Ich weiß. Ah ja, wir brauchen gar kein neues Vampirblut. Das heißt, wir können so durchlaufen. Warum setzt ihr mein Volk dieser Gefahr aus?
Weil das die Quest ist. Es tut mir leid. Da unten. Machst du schon, Basti. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Molag Bal ist hier der Feind, nicht meine Kinder. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, dass ich es nicht machen möchte. Aber es gehört nun mal zur Quest. Es tut mir leid. Klingt vielleicht blöd, aber ich versuche auch jedes Mal, die Verluste zu minimieren. Irgendwie sind wir jetzt hier ein bisschen falsch, oder? Wir müssen da hoch. Da ist eine Treppe, glaube ich. Da ihr mich aber direkt angreift... Okay, ich gebe zu, ich habe jetzt angegriffen. Aber die hat mich jetzt auch angegriffen, deswegen... Zurück, üble Verführerin! Ich werde mir eure Lügen nicht länger anhören. Ihr köpfige Elfen. Vielleicht ist eure Begleiterin hier guten Argumenten gegenüber aufgeschlossener. Natürlich. Ich hoffe, dass ihr vernünftiger seid als euer Gefährte. Mein Angebot ist völlig logisch, wenn man die Alternativen betrachtet. Wer seid ihr? Manche nennen mich die blutrote Matrone. Andere die Konkubine Kalthafens. Ich bin eine Vampirälteste, von Molag Bal ins Leben gerufen. Dies sind meine Kinder. Doch sie wurden vom Herrn der Gewalt geknechtet. Jemand, der so hübsch ist, dem kann man doch eigentlich nicht widerstehen, oder? Ich meine, die kann doch nur gut sein. Ihr wollt mir also sagen, dass ihr hier das eigentliche Opfer seid? Meine Kinder schützen diesen Fruchthain, weil Molag Bal es befiehlt. Sie sind nicht böse. Sie sind Sklaven des Ernteherzens. Helft mir, sie zu befreien, anstatt sie zu vernichten. Stellt euch das einmal vor, eine Armee aus Vampiren, die euch einen Gefallen schuldet. Was schlagt ihr vor? Das Ritual, das der Elf durchführen will, wird meine Kinder in den Wahnsinn treiben. Doch es gibt eine bessere Lösung, falls ihr bereit seid, auf die Vernunft zu hören. Molag Bal ist hier der wahre Feind. Lasst mich euch helfen, meine Kinder aus der Knechtschaft des dunklen Fürsten zu befreien. Dann gewinnen wir beide. Erzählt mir mehr darüber, was ihr vorhabt. Ich kann mein eigenes Ritual durchführen. Ich werde das Ernteherz vernichten und meine Kinder befreien. Helft mir dabei, das zu tun. Und meine Kinder werden in eurer Schuld stehen. Sie werden euch sicheres Geleit durch den Fruchthain und Unterstützung gegen Molag Bal bieten. Ich muss erst mit Vanus Galerion sprechen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Natürlich. Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Es ist ja nicht so, als ob ihr versuchen würdet, eure Welt von Molag Bal zu retten oder so. Oh, Moment. Genau das versucht ihr ja zu tun. Ich werde eurer Entscheidung entgegenfiebern. Das ist schön. Ich würde sie dir auch gerne direkt geben. Aber um das Ganze ein bisschen spannender zu machen und den Dialog aufrechtzuerhalten, werde ich erstmal mit Vanus sprechen. Ihr könnt ihren Vorschlag nicht wirklich in Erwägung ziehen, oder? Sie ist ein verwirrter Vampir, um Magnus Willen. Ihr glaubt nicht, dass wir ihr vertrauen können? Sie ist eine Vampirälteste. Diese Monster freizulassen wäre so, wie in einer Festhalle der Nord die Essensglocke zu läuten, obwohl das Mahl noch gar nicht aufgetischt ist. Ihre sogenannten Kinder betrachten uns nur als Futter und sonst nichts. Der einzige logische Ausweg besteht darin, das Ritual durchzuführen. Vanus, Vanus, du hast absolut keine Ahnung von Vampiren. Ich muss erst mit Virgar der Roten sprechen, ehe ich mich entscheide. Wirklich? Ja. Ihr müsst euch erst mit einem Monster besprechen, bevor ihr bereit seid, dem großen und mächtigen Vanus Galerion zu helfen? Nein. Oh, na schön. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich werde hier warten, bis ihr eine Entscheidung getroffen habt. Mit einem Monster nicht, aber mit einer sehr hübschen Vampir-Lady. Habt ihr meinen Vorschlag in Betracht gezogen? Ja, warum muss ich das immer wieder sagen? Durchführen. Ja, ich werde weiß. Das Ernteherz vernichten und meine Kinder befreien. Haltet die Klappe, ich werde euch helfen, die Vampire vom Ernteherz zu befreien. Eine äußerst weise und ehrbare Entscheidung. Ich werde euch zu den Ritualplätzen folgen. Schützt mich, während ich das Ritual durchführe. Und wir werden meine Kinder aus Molag Bals Klauen befreien. Folgt mir. Warum, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum muss ich sie eigentlich vor ihren eigenen Kindern, wie sie sagt, beschützen? Ich meine, die sehen das vielleicht als Verrat an, dass sie da jetzt rumläuft. Okay, kann ich nachvollziehen. Mädel? Ritual? Ich werde meine Kinder nicht verlassen. Ja, dann mach. Du musst doch das erste Ritual da machen.
bin ich etwas verwirrt. Tut mir leid, dich muss ich jetzt leider töten, weil sie das Ritual auf der Seite nicht machen wollte. Normalerweise war es so, dass man da anfangen kann, aber wenn sie nicht möchte, dann halt nicht. Ach so, ich bin... Ach, nein, 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 nein. Ja, ich bin gedanklich schon einen Schritt weiter. Es tut mir wirklich leid. Wenn man das Spiel zu oft spielt und schon weiß, was danach passiert, dann ist man irgendwie schon einen Schritt weiter. Kommt mit, ich werde euch beschützen. Beschützt mich, während ich diesen Teil des Rituals durchführe. Na los. Nicht wegstecken, Basti. Es geht noch weiter. Vielleicht wieder umstehen, was? Danke, dass ihr mich unterstützt habt. Dieser Teil des Rituals ist vollendet. Jupp, dann kommt mit, wir gehen zum nächsten Teil. Oder wir fliegen. Es tut mir leid, keine Zeit. Beschützt mich, während ich diesen Teil des Rituals durchführe. Mach ich. Hallo. Hey, wo rennt der hin? Guck mal, das ist doch eine Abbildung von ihr selbst, oder nicht? Hurra! War das schon alles? Danke, dass ihr mich unterstützt habt. Dieser Teil des Rituals ist vollendet. Einmal aus dem Weg, bitte. Ich muss wieder zurück. Wo ist sie? Die Zeit ist gekommen, das Ritual auszuführen und das Ernteherz zu zerstören. Meine Kinder sehnen sich nach Freiheit. Sagt mir, wie ich helfen kann. Das schwarze Blut, das aus dem Ernteherz hervorquillt, bindet meine Kinder an Molag Baal. Aber es sorgt auch für eine Verbindung, die wir ausnutzen können. Während ich für die nötige Macht sorge, um das Ernteherz zu vernichten, müsst ihr die Verbindung zu Molag Baal kappen. Und wie mache ich das? Findet die Bindungstotems des Herrn der Intrigen und zerstört sie. Sie sind gleichmäßig um das Ernteherz herum verteilt. Mit jedem zerstörten Totem werden meine Kinder weiter von Molag Baal getrennt. Die Energie, die das Ernteherz beschützt, wird verfliegen. Ja, und das erinnert mich ehrlich gesagt sehr an die... Können wir das auch schon machen hier? Nee. Sehr an die Vampir-Quest, wenn man sich zum Vampir beißen lässt. Allerdings war die ein bisschen anders, weil da musste man diese Totems schänden, beziehungsweise man selber nicht, sondern in der Videosequenz passierte das halt. So, du stehst mir leider im Weg rum, aber du siehst mich gerade nicht so, wie es aussieht. Dann bist du nochmal mit deinem Leben davon gekommen. Und das letzte noch. Na, sieht der mich? Ja, natürlich sieht er mich. Ja, und dann dreht er sich komplett woanders hin. Das war auch klar. So. Jungs und Mädels. Das Ernteherz wurde zerstört. Yay, Party.
Das Ernteherz wurde zerstört. Meine Kinder sind nicht mehr Molagbar als Sklaven. Eure Kinder werden unsere Vereinbarung achten, richtig? Ganz gewiss. Dank eurer Bemühungen sind meine Kinder frei. Sie werden euch keine Scherereien mehr machen. Und wie ich es euch versprach, werden meine Kinder euch dann beistehen, wenn eure Not am größten ist. Und wir haben mittlere Schuhe bekommen. Blutrote Arbeitsschuhe vom Set Stygia. Ja, ich... Eine weitere erfolgreiche Mission. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich wollte nur kurz was sagen, bevor ich sie jetzt anklicke. Und zwar... Zum einen, sie hat es ja selber schon gesagt, die Vampire werden uns im Kampf gegen Molagbal beistehen. Hätten wir uns anders entschieden, wäre dem nicht so. Wenn wir uns für Varnus entschieden hätten, meine ich, dass die Umgebung dennoch gelb gewesen wäre. Also im Endeffekt ist es jetzt nur ein Vorteil, soweit ich mich erinnern kann, beim Kampf gegen Molagbal bzw. gegen seine Truppen. Ich persönlich finde aber diese Entscheidung auch schöner, weil man hat den Vampiren geholfen letztendlich. Und ja, ich bin halt jemand, der gerne mit allen irgendwo klarkommt. Natürlich nicht unbedingt mit blutrünstigen Zombies, die hier rumlaufen. Aber wirklich jemand, der mit allen klarkommt und der natürlich so viel Freundschaft wie möglich, sage ich jetzt mal in Tamriel, ja, eingehen möchte. Und für mich ist das halt einfach die beste Lösung. Genau die Person, nach der ich gesucht habe. König Dunar versammelt unsere Einheiten nahe der Plünderer-Zitadelle. Sind wir bereit für den nächsten Angriff? Ja, König Dunar und unsere Streitmächte bereiten den Angriff auf die Plünderer-Zitadelle vor. Und auf meinem Weg zu euch sind mir eine seltsame Werft im Osten und eine Rot-Vardonen-Siedlung im Westen aufgefallen. Ihr habt eine Werft gesehen? Es war ein wirklich seltsamer Anblick. Eigentlich mehr ein Haufen Schiffswracks als eine echte Werft. Es wirkte, als ob sie einfach vom Himmel gefallen wären. Und es gab eine ganze Menge von ihnen. Ist euch noch etwas aufgefallen? Abgesehen von einem gewaltigen Friedhof unterschiedlichster Schiffe, die über das gesamte Tal im Osten verstreut liegen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Was macht denn eine Rot-Vardonen-Siedlung hier? Oh, ich bezweifle, dass es wirklich eine Siedlung ist. Aber die Architektur hat mich eben daran erinnert. Ich konnte nicht näher heran, aber ich könnte schwören, dass ich aus dieser Richtung Musik gehört habe. Was für Musik? Wisst ihr, sie klang für mich sehr festlich. Ist das nicht seltsam? An einem Ort wie diesem? Worüber könnten diese Seelenberaubten glücklich sein? Erzählt mir mehr über die Plünderer-Zitadelle. Sie ist Molagbals letzte Verteidigungslinie, bevor wir sein Allerheiligstes erreichen. Und sie ist sicher auch die mächtigste. Die dort stationierten Dremora haben sie in eine schwer befestigte Stadt verwandelt. Und König Dunar ist bereit, auf sie vorzurücken? Noch nicht ganz, aber bald. Er wartet darauf, sich mit euch und einigen von den anderen zu treffen. Sie sammeln sich an der Landbrücke ein kleines Stück nördlich von hier. Ich werde mich dorthin aufmachen, sobald wir hier fertig sind. Ja, ich würde sagen, wir sind hier fertig. Und ich muss mal eben auf der Minimap schauen... Hier oben können wir auf jeden Fall noch was freilegen, aber ich glaube, da müssen wir auch rum, das nehmen wir mal eben kurz mit, da müssen wir, meine ich, auch rum, um zum nächsten Punkt zu kommen. Ja, genau, das ist der Punkt. Hinfort, üble Kreatur! Wir haben keine Zeit für eure Spielchen. Sterbliche sind immer so amüsant. Ich biete Informationen und Hilfe bei eurer Aufgabe an, aber ihr verschmäht mich. Ihr erwartet von uns, dass wir einer Kreatur der Ebenen vertrauen? Lächerlich! Ein Meer, so arrogant wie kühn. Wie schön. Ich sehe so gerne zu, wenn egoistische Maulhelden ins Straucheln geraten. Ich erlaube euch vielleicht noch einmal darüber nachzudenken und mein Angebot anzunehmen. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ihr da, findet heraus, wo diese Kreatur lauert. Ich will, dass sie beobachtet wird. Ja, und da war sie auch schon wieder weg. Catwill sitzt im Hintergrund. Das ist mir ehrlich gesagt, glaube ich, bisher noch nie aufgefallen. Ja, aber hier beginnt quasi wieder ein neuer Abschnitt. Dementsprechend mache ich hier mal einen kleinen Cut. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.